Moin Lieben, schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Wir haben heute mal wieder lange nicht dabei gehabt. Ich weiß gar nicht warum. 1000 Euro, wer uns den besseren Burger zeigt. Ich habe zwei wunderbare Kandidaten dabei und ich habe als Special heute für ein bisschen Mehrwert, habe ich mir gedacht, einen Gastronom dabei. Und das ist der Safak und den bitte ich einmal zu mir. Moinsen. Moin, mein Lieber, grüß dich. Ja, Mann, ich habe dich heute am Start. Ein Burger-Gastronom. Ich sag mal, du hast viele Geschäfte, aber eins davon ist ein Burgerladen. Du weißt, wie es abläuft in der Gastronomie und ich will so ein bisschen den Mehrwert da haben. Du sollst das Ganze auch aus Gastronomensicht beleuchten und so ein bisschen einfach ein paar Infos geben. 100%. Und wir werden die Jury heute machen. Da freue ich mich drauf. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Und ich werde das ganz nett bewerten, ganz ehrlich, aber natürlich aus geschäftlicher Sicht. Ich freue mich. Geil. Also kurze Vorstellung mal zu Safak. 25, ein Kind, von dem er weiß, hat er vorhin gesagt. 38, morgen 39. Ja, aber ja, fresher Typ, kommt bei mir aus dem Video. War mit am Start mal, haben wir ein Video zusammen gemacht, hat mir gefallen heute am Start. Jetzt seht ihr die beiden Kandidaten. Ihr habt Bock? Ihr seid heiß? Hey, 100%, ja. Ihr wollt gewinnen? 100%. Ja, die, vielleicht magst du dich einmal vorstellen, das ist dein Laden. Erzähl ruhig ein, zwei Worte. Genau, also ich bin Janet und ich habe Holle kontaktiert und gesagt, ey, es wird Zeit, dass man richtig geilen Chickenburger isst. Und der hat auch noch einen super Namen, vielleicht kennt ihr ihn einen. Der heißt One Piece beim Glückspilz und dafür habe ich natürlich auch das passende T-Shirt an. Und ich bin gespannt, was Holle mal zu dem leckersten Chickenburger seines Lebens sagen wird. Die sind richtig groß auf Social Media, die haben den TikTok Award gewonnen. Die haben richtig Bekanntheit inzwischen am Start und ja also ist ein großes Ding hier in Bielefeld. Hat einen Grund, muss ja auch lecker schmecken, damit es so wird. Ja. Richtig. Und der Kollege, erzähl mal, wie du überhaupt hierher gekommen bist. Vor 11 Monaten habe ich ein YouTube-Video kommentiert, hat der Sascha mich kontaktiert. Jetzt stehen wir hier, ne? Ich bin der Typhoon, zeig Holle heute den besten Burger in Bielefeld, meiner Meinung nach. Es wird ein Smash-Burger, ein Double-Smash. Check mal ab. Geil. Also für euch kommentiert für die nächste Runde. Ihr wisst, vielleicht geht es noch mal in die nächste Runde oder auch ein neues Format. Kommentiert, liked das Video und ja, dann starten wir durch. Wir gehen rein. So, wir sind heiß, wir sind heiß. So, wir gehen jetzt mal zu Steffi. Wir gehen zu Steffi. Richtig. Steffi ist unsere Frau hier des Tages. Du hast den Laden vorgeschlagen. Genau. Und wir werden uns das hier jetzt mal angucken. Was hat dich denn final dazu bewirkt, diesen Laden zu nehmen? Du hättest ja viele in Bielefeld nehmen können. Was ist der Grund? Also erstmal natürlich muss ich sagen, wir kennen es alle. Wir kennen super geile Beefburger. Die schmecken halt einfach. Davon gibt es viele. Aber dieser Chickenburger ist was ganz anderes. Und das wirst du merken, weil ich sage, ist halt Hähnchen-Oberkeule. Das habe ich so auch noch nicht wirklich gehabt. Und in dieser Kombination, die man da so mitkriegt mit der speziellen Panade, ja. Es ist so eine eigene Rezeptur, so wie ich es auch herausgefunden habe. Und das knallt einfach richtig. Und ich sagte, ja, alles so, zweite Sache, der Name, One Piece, ich liebe es. Also fast schon. Stark. Ich habe gar nicht mit einem Chickenburger gerechnet. Den Kandidaten steht es ja frei, was sie nehmen. Er will einen Chickenburger haben. Meines Erachtens nach noch höheres Risiko. Aber es ist dein Burger, es ist dein Geld, was du gewinnen kannst. Klar. Im Durchschnitt, wenn ich jetzt schaue, wie viel Burger wirklich total versagt haben. Total versagt haben bei Chicken Burger deutlich mehr. Du kannst leichter richtig versagen. Mit einem normalen Burger ist es, denke ich, leicht, ein vernünftiges Ergebnis zu kriegen. So, ne? Nicht wundern, Steffi ist nicht schwanger, die ist einfach nur dick. Nein, Spaß. Er versucht dir gerade auf Zucker zu verzichten. Ja, nein, Steffi ist schwanger, wird bald Mama. Ihr seid richtig Social Media aktiv, ihr seid TikTok Award gewonnen und so. Ich habe letztens auch von euch was gesehen im Nachhinein, als wir mir jetzt erklärt haben, das ist so eine, die macht immer so auf Gelangweilt, ja, ich hasse Burger, hier und da. Das ist eure Leonie. Was kannst du über euch erzählen? Irgendwas Special-mäßiges? Also TikTok live, genau. Gehen wir ganz oft die Woche, wer also mal Bock hat, reinzugucken. Einfach bei ich Glücksbild so. Und genau, Fresh Fried Chicken wird heute, glaube ich. Anhand des T-Shirts würde ich sagen, ist es klar, was hier probiert wird. Name ist Programm. One Piece, Name ist Programm, genau. Okay. Ich habe mir sogar ein Special überlegt, Leute, auch für euch, das ist bestimmt ganz cool. Du wirst selber den Burger heute noch bewerten, was hältst du davon? Kriegen wir hin. Dafür bin ich doch da. Nein, das wäre unfair. Ich wollte mal gucken, was ihr da draußen ganz denkt. Ganz unabhängig. Das wäre sehr unfair gewesen. Nein, das wäre hart. Leute, wir wollen nicht lang schnacken. Ihr seht jetzt direkt den Burger, wie wir den auf den Grill hauen, wie wir den braten. Ja. Ich werde da noch mit reinblicken, werde vielleicht ein, zwei Bemerkungen geben, ob ich vielleicht was Gutes, Positives, Negatives sehe. Gerne. Und dann geht's jetzt los, ne? Lass dir schmecken. Ja, mache ich. Hoffe ich doch. Guten Appetit. Danke, danke. So, Safak, wir werden uns jetzt unseren Burger zubereiten lassen. Ich sehe hier schon, die haben hier Hähnchen. Das scheint vorfrittiert zu sein. Kannst du uns was dazu erzählen auch? Genau, das ist schon vorfrittiert. Ja. Das legen wir abends schon ein. Ah. Genau. Legt ihr das in Buttermilch ein oder wie macht ihr das? Milch und Öl. Milch und Öl. Mhm. Okay, das heißt vorfrittiert, das kommt einmal noch ins Frittier jetzt, ein zweites Mal rein? Nein. Kommt gar nicht mehr rein? Nein. Ach, das ist da warm gehalten, kommt genau. Zum Burger. Ja, wir haben hier die Heizstrahler, genau. Also wenn ich das so sehe, sieht auf jeden Fall schon mal crunchy aus, weil wenn du es jetzt nur mal in die Fritte reinhauen würdest,
wird es zu crunchy werden, das Fleisch würde zu zäh werden, richtig? Dann hast du nicht mehr den Geschmack. Also nicht so bergische Pommes-mäßig zweimal frittieren, sondern das Nein. Deswegen haben sie auch nicht so viel hier drauf liegen, was ich sehr, sehr gut finde. Normalerweise knallen die hier alles voll. Ja. Und dann wird es kalt, dann schmeckt es nicht und dann hast du wieder einfach nur Probleme. Aber so unter der Wärmelampe ist es mega. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus und den Burger wird das auf jeden Fall, denke ich mal, super gut schmecken. Ja, ich habe Angst ein bisschen, Leute, sage ich euch. Ich weiß es nicht. Mal, wenn das zu lange liegt, natürlich merkst du, es wird dieses Pappige. Ich habe jetzt gerade einen direkten Vergleich gehabt in Berlin zwischen ganz frisch frittiert. Den hätte ich auch nicht gebraucht, ganz nebenbei. Ich denke, jeder kennt das. Und länger ausliegen. Ich glaube, Aussage ist kein Problem. Die Frage ist, wie lang. Und jetzt werden wir das abchecken, wie gut das schmeckt. Fluffig genug, das ist schon mal sehr, sehr gut. Ja. Es ist rein Brioche, also komplett Brioche, ja. Es ist auf jeden Fall frisch gekommen. Dass das Gute ist, beim Brioche-Brot, wenn es auch, sagen wir mal, 2 Tage liegen würde, sobald du es erwärmst und butterst, ist alles wieder fluffig. Mhm. Das ist das Geile. Die sind gut. Mhm. Ich habe hier Kartoffelmehlbuns. Mhm. Ganz anderes Game. Ist noch mal fluffiger. Mhm. Wenn du auch noch warm machst, du hast bei mir gegessen, jetzt ist wieder ein ganz anderes Game. Ist also wirklich, anderes Game? Ja, ja. Es ist noch mal noch fluffiger. Ja. Jetzt sitzt alles. Sehr lecker. Brioche ist auch geil. Ich muss auch testen bei dir. Oldschool. Nein, nein, komm nicht. Du musst mal der komm nicht sein. Nur interessant, die machen auch von der Rückseite, braten die auch, ist auch nicht bei allen so, ne? Eher ungängiger, sage ich mal, aber geile Ergebnisse auch in der Weise erzielt. Brioche-Bahn habe ich gefragt, Ferndiagnose, weil tatsächlich inzwischen Ferndiagnose funktioniert meist schon ganz gut bei den Buns, aber man liegt natürlich da auch mal falsch. Nicht selten, aber oft mal liegt man da richtig. Schon ready. Also mächtige Beilage vom Salat, aber am Ende des Tages trotzdem basic. Typhoon noch einmal auch ein Burger, der soll auch gucken, was auf ihn zukommt. Kennst den Burger wahrscheinlich auch schon? Nee, tatsächlich nicht. Den Chicken Burger habe ich noch nicht gegessen. Deshalb, ich bin mal gespannt. Die Steffi hat schon echt ein bisschen gerade vorgeteasert so. Sieht verdammt gut aus, aber ne Jungs? Jo, das sieht so gut aus. Bitte vergesst das nicht. Es geht hier jetzt nicht nur um den Burger. Er ist einfach perfekt verpackt. Das ist auch natürlich so, das Auge ist mit. Das macht was aus. Wenn du als Gast hier sitzt, das kommt an, es fällt nichts raus, du kannst ihn greifen, es ist alles perfekt. Du siehst, dass du hier wahrgenommen wirst. Waren ganz kurz da, dann geht es gleich in den Hintergrund durch den Kohlschlor. Schönes Mayo-Feeling, crunchy. Crispy, das ist sehr, sehr gut. Hätte man nicht gedacht, weil du es ja unter dem Licht gesehen hast, dass es vielleicht so ein bisschen wabbelig ist. Sehr crunchy, 100%ig. Chicken ist bei mir aktuell nur Nebenakteur. Viel Kohlschlor, viel Brot, aber aktuell noch nicht negativ. Aktuell ist es noch nichts, wo ich den Burger dafür negativ bewerten würde. Jetzt sehr präsent das Chicken, du verlierst dich darin. Panade, sehr präsent. Crunchy ist für mich das Wichtigste. So ein Burger muss crunchy sein. Einfach mega. Gurken, geschmacklich Hammer. Ich würde es noch mal ein bisschen dünner. Nicht so dick. Dann ist perfekt. Also bisher, ich sage das jetzt nicht einfach so, sondern wirklich bisher so eines der leckersten Chickenburger, die ich gegessen habe. Sehr lecker Chickenburger. Meinst du, ein bisschen dünner bei dir müsste sein? Die Gurke. Zu viel Gurke in meinem Mund. Zeig noch mal rein gerne deinen Burger. Ich zeig meinen auch gleich. So, mit dem Coleslaw. Einfach mega. Also ihr seht, das, was ich sagen möchte, ist halt, die Gurke schmeckt super. Dünner schneiden. Perfekt. Und Chicken, super gemacht. Panade, einfach. Cool, also das Chicken hat einen sehr geilen Effekt. Du hast die knusprige Panade, du hast da drunter aber auch. Man kann sich vorstellen, die Panade von innen, da wo es nicht von außen so kross wird, kann man sich so vorstellen, wenn du jetzt eine Panade von innen abbröckeln würdest. Seht ihr ja, diese matschige Schicht wäre dann von unten, so eine Feuchtigkeit. Und dieser ganze Burger von innen ist durch so eine Cremigkeit umhüllt. Der ist irgendwie gefühlt cremig von innen. Da ist die Panade außen knackig, innen cremig noch mit dem Chicken zusammen, was nicht so präsent ist, aber geil im Burger. Worauf ich noch Bock gehabt hätte, ich liebe Zwiebeln. Ja. Rohe Zwiebeln. Wäre für mich noch mal so ein lecker Ding. Kann man auch eingelegt, da. Kann man auch eingelegt. Kann man auch. Okay. Panade, mega. Hühnchenbrust, super gegart. Das kann man auch ganz schnell verkacken. Ja. Meiner Meinung nach tipptopp. Was hast du? Macht dir das jetzt Angst? Oder bist du sicherer jetzt? Also ich muss sagen,
Es sind halt zwei verschiedene Burger, die wir jetzt testen werden. Das ist ein Chicken Burger. Für den Chicken Burger finde ich den sehr, sehr stark. Meiner wird halt ein Double Smash Burger. Ich bin eigentlich auch eher der Beef-Typ, muss ich sagen. Ich bin schon zuversichtlich, aber wird hart. Ich bin auf deine Meinung gespannt, wie du den nächsten Burger finden wirst. Und dann schauen wir uns mal an. Aber es ist ein sehr, sehr, sehr starkes Produkt. Dann gehen wir zur Bewertung, würde ich sagen. Also, wir gehen zur Bewertung. Brudi, du hast eben schon gesagt, und das macht auch Sinn, du wirst das Ganze auf Gastronomensicht im Gesamtkomplex bewerten. Was wirst du alles bewerten jetzt? Ich werde jetzt nicht nur explizit den Burger bewerten, sondern, wie du schon sagtest, das Gesamtkonstrukt. Deswegen war ich vorhin nochmal auf Toilette, hab da nochmal geguckt. Alles sauber, alles tipptopp. Club Hobby war vorhanden, Handseife, alles. Hast du dich hingesetzt, auch nochmal geguckt, wie es sich anfühlt? Wollte ich, aber wir hatten nicht so viel Zeit. Das war schon mal ein Pluspunkt, weil das ist das Wichtigste, weil wenn du ein gutes Restaurant checken willst, geh erst auf die Toilette. Wenn die Toilette kacke ist, brauchst du da nicht essen gehen. Ist so, ja? Hundertprozentig. Küche war sauber, auch mit das Wichtigste. Alles geordnet, ich habe so einen Ordnungstick. Freundliche Mitarbeiter, der junge Mann ist auch, geht super. Nein. Und, ganz okay. Ich finde es super. Das war so mein erster Chicken Burger, den ich jetzt bewerte. Und ich esse selten Chicken Burger. Ja. Verpackungsmaterial, Optik, geschmacklich. War es bisher der beste Burger für mich? Chicken Burger. Beste Chicken Burger deines Lebens. Bisher ist es so, wo ich sage, tipptopp. Marketing passt, also es harmoniert alles. Ich würde eine 9 geben. Stark. Für mich. So, aber du bist hier der Gourmet-Experte. Du bist halt natürlich komplett Food und Burger. Sehr stimmiger Burger. Geiler Schlagabtausch hier zwischen Salat, Mayo, Gurken, dann kämpft sich dort das Chicken vor, geil präsent, gutes Bun. Was du gesagt hast, auch sehr wichtig, dieser Kümmel kommt zwischendurch. Viele feine kleine Momente, 8,5 Punkte gibt es von mir. Bei mir eine sehr starke Bewertung. Das hat was zu bedeuten, Leute, 8,5 Punkte. Also, sehr stark. Ich habe gesagt, das ist One Piece. Ja. Jetzt kommst du ins Schwitzen, Bruder. Wahnsinn. Wirklich sehr, nein, sehr Quatsch. Stark. Also, das wird überraschend. Hat sich gelohnt zu kommen? Ja, 100%. Also, es wird schwer für dich zu schlagen, Typhoon. Ja, ich sehe auch, ich frage die ganze Zeit nach seinem Namen, weil ich immer zwischendurch verschepper. Ich bin so ein Esel, ey, dann steht hier doch sogar Typhoon. Geil, dann würde ich sagen, gehen wir einfach zu Laden Nummer 2, das war's. Also, es gab eine Problematik tatsächlich beim Burger. Die Beere. Ja, die Problematik war, ist jetzt unangenehm auch mit zu sagen, weil wir bewerten ja euer Restaurant, wir haben Verantwortung ja, und so. Ja, voraus, alles gut. Er war klasse. Er war klasse. Och Mensch. 9 und 8,5 Punkte haben wir gegeben. Also, ihr habt super Bewertung. Dankeschön. Gerade bei mir 8,5. Ich habe 2 Jahre YouTube gemacht, bis ein Burger über 8,5 hatte. Cool. So, also wirklich spitze. Was geht bei dir so vor? Du weißt ja auch, das gucken ja auch ein paar Leute und so. Wie ist der Drang, da wirklich jetzt geil bewertet zu werden? Ist das so, ach egal? Oder was nein, geht dir nein. Vor? Also es hat mich gerade sehr gefreut, dass ihr begeistert seid. Man ist erleichtert, weil man weiß ja auch, wie streng du sein kannst. Ne? Und deswegen, nein, es freut uns natürlich sehr, wenn wir positives Feedback bekommen. Aber wofür wir auch sehr dankbar sind, das sagen wir immer wieder, gebt uns auch negatives Feedback, wenn ihr irgendwas habt, weil davon lernen wir. Und das ist uns mega, mega wichtig. Okay, also als ihr eben gesagt habt, so, oh, da ist echt was, Fruchtblase schon geplatzt oder war noch? Nein. Es ist noch alles da, muss sein. Super, Steffi, super angenehm, geiler Laden, geiles Dankeschön. Personal, geiler Dankeschön. Burger. Wir sehen uns bei Laden 2 jetzt. Das ist Typhoons Laden. Typhoon, erzähl doch mal, warum du dich hier für den Laden entschieden hast. Ja, wir sind hier bei Andalusien, unschwer zu erkennen. Sollte jedem, der aus Bielefeld kommt und jeder in Bielefeld mal war, sollte der Name im Begriff sein. Für mich persönlich der beste Smashburger in ganz Bielefeld. Deshalb, wir checken ihn jetzt ab. Mal gucken, was heute dazu sagt. Was hast du, Jan? Kennst du den Laden? Ich kenne den Laden auch. Ich gebe es zu, der Laden ist wirklich lecker, definitiv. Das kann man als Bielefelder. Aber ich bin gespannt, das wird ein sehr, sehr heftiges Duell. Boah, wenn du das schon sagst, weil ich sage euch so, ich versuche ja immer ehrlich zu sein. Ich finde, das ist Kategorie Laden, wo du nicht mit einem guten Burger rechnest. Ich glaube, wenn ich so marokkanisch stehe, hier wäre ich hin, wenn ich irgendwie auf eine geile Fleischspezialität Lust habe. Aber hätte mir jetzt jemand gesagt, hier gibt es einen geilen Burger, hätte ich erstmal misstrauisch. Ne? Wir werden uns hoffentlich davon überzeugen können gleich. Sehr gut. Ja, lass uns reingehen, dann gucken wir mal von innen den Laden an. Wir waren noch nicht drin extra. Also ich glaube, Safak, so vom Konzept und Größe und allem größeren Unterschied kann es nicht geben. Ohne das negativ oder positiv zu werten. Es gibt die kleinen Läden, die knallen, es gibt die großen Läden, die knallen. Aber erstmal ist es ein kleines, feines Ding. Burger aus und fertig, nicht viel Tamtam. Einfach liebe ich. Hätte ich jetzt nicht gedacht, weil wir waren ja vorher auch gar nicht drinne. Ja. Deswegen war ich jetzt ein bisschen extremst überrascht, weil ich damit jetzt nicht gerechnet habe.
typischer Burgerladen. Also ich muss sagen, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, es gibt jetzt Fleischspezialitäten hier, da eine schöne Scampi-Pfanne. Also positiv überrascht. Ja. Top. Also heute wird es der Double Cheese Mix. Mein persönlicher Favorit. Holle steht ja auch auf Smash Burger. Okay, das könnte, aber du weißt, diese Schmelzkäse, ne? Hasse ich des Todes. Ne? Das ist nicht dieser normal billige Schmelzkäse. Okay, ich hoffe dir. Du gehst sehr hohes Risiko, weil wer meine Videos kennt, weiß, bei Schmelzkäse bin ich sehr allergisch. Ich weiß das. Okay, gut. Du hast dich hier gut überlegt. Wir nehmen den Double Cheese Mix. Für mich kommt der Laden so vom Flair herüber. Hier war vorher einfach eine Wohnung. Ich schwör's, das ist dein altes Kinderzimmer. Das ist hier dein altes. Oder ist das so, ja? Wir haben früher was anderes gemacht. Ja. Wir haben hier marokkanisches Essen angeboten. Aber jetzt war's gut. Safak, jetzt dein Eindruck. Er ist auch Gastronom. Was sagt das Gastronomenherz jetzt, wenn du das siehst? Egal was, frei raus einfach. Einfach, einfach. Schnelle Handgriffe. Er hat das schon gut positioniert, nicht zu viele Laufwege, mega. Ist halt die typische Bielefelder kleine Hinterhofsküche. Ja. Einfach Charme, aber solange der Burger schmeckt, ist alles in Ordnung. Solange der Grill sauber ist, Öl sauber ist, der Burger schmeckt, bin ich eigentlich dann zufrieden. Dann sind wir zufrieden, ne? Ja, ja. Genau, dann lass uns loslegen. Ich will mal euch am Grill sehen. Ich mache auch gerne mal so Fehlerdiagnose. Ich habe viele Burger gesehen, die besten Burger Deutschlands gesehen. Ja, und will mal schauen, ob ich irgendwie schon mal was erkennen kann. Ich wiege die jetzt nicht ab. Ich kann mit dir drauf wetten, dass sie 80 Gramm wiegen. Okay. Ungefähr. Willst du wetten? Ja, zeig mal her. 80. Ich sag was dir sagst sogar, du? Die macht die 85. Würdest du eher 85? Sagen, 80 oder über 80? Können 80, 85 sein. Ich gebe dir die 85. Was für ein Fleisch nutzt ihr auf dem Burger? Ich sehe gerade nicht sonderlich hoher Fettgehalt. Ne? Das wird wahrscheinlich nicht mehr als 15%, oder? Ja, zwischen 15 und 20%. Also das, ja, die Zusammensetzung, hier ist auch ein bisschen Nacken drin und Rippe. Okay. Was macht euren Burger aus? Warum ist euer Burger so gut? Weil alle Zutaten frisch sind. Also Fleisch, Brot und wir machen alles mit Liebe. Ich habe vorhin heraushören können, Nacken und Nacken ist immer gut. Jetzt bei mir persönlich im Laden habe ich halt 25-30% Fettanteil und 70% komplett Nacken. Also wirklich Zungenstück. Nacken machen sehr viele Leute für die Zuschauer. Auch wenn ihr zum Fleischer geht, euch einen Burger selber machen wollt, was wolfen lassen wollt, Nacken geht immer. Sehr gute Wahl. 100%ig. Sehr dünn gesmashed, sehe ich gerade. So, und dann kommt unsere Käsesoße, Gouda-Käsesoße ist das, selbstgemacht. Also erste Diagnose, Safak, hätte ich gesagt, beim Smashen. Man täuscht sich oft. Ne? Ich spreche ja immer von dieser Ferndiagnose, die ist oft ein bisschen fehlerhaft, aber sah schon sehr knackig krustig aus. Ne? Also es war sehr dünn gesmashed, Gefahr, also wahrscheinlich geile Kruste. Leicht auch schwarz schon geworden, habe ich gesehen. Schmeckt man nicht, kann man vorher nicht sagen. Manchmal ist geil, manchmal nicht. Aber Gefahr ist da, dass es trocken wird. Ne? Hundertprozentig, es kommt auch nicht auch auf das Publikum an. Weil ich denke mal, er arbeitet auch publikumsorientiert. Ja. Für den Deutschen wird das, glaube ich, zu crunchy sein. Für Südländer wie mich, wir lieben es halt crunchy und wir mögen es halt schön durch und so weiter und so fort. Er ist halt, denke ich mal, kundenorientiert am Smashen, denke ich. Und der Burger ist fertig. Sehr geil. Das ist der Double Cheese Mix. Also erstmal vom Patty her merkt man fluffiger noch als der andere. Ganz weich, fluffig. Ja. Viel besser als ich dachte, sag ich dir ehrlich. Ich habe sehr Angst gehabt, dass es zu doll gesmashed ist, nicht mehr saftig. Erstmal direkt die Zwiebeln, aber du merkst ein wenig dieses zu hart angeröstete auf dem Grill, dieses schwarze. Da schmeckt man, jetzt muss man reingehen, ob es störend ist oder nicht störend.
Sternzeichen bist, wenn du die Käsigkeit 1 bis 10 bewerten müsstest, wie würdest du die Käsigkeit bewerten? Ich finde, es geht noch, darauf will ich hinaus. Ich dachte, es wäre viel käsiger. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass es kein roter Cheddar ist. Das ist der gelbe Cheddar. Mhm. Roter Cheddar ist halt, ich sag mal, sehr dominant im Mund. Ja. Ist eine gesunde Mischung. Ich finde auch, vom Käse her sehr gesunde Mischung. Du schmeckst den Schinken, da gibt es so eine leichte, sag jetzt mal, Rauchigkeit dazu. Hast die Schärfe, diese Schärfe, die sich mit dem Schinken vermischt, hast du erstmal so einen neuen Geschmack. Ich habe auch erstmal gedacht, dass es wäre nur die Soße und habe mich gefragt, oh, was ist da im Hintergrund? Aber das ist der Schinken, der einen Sidekick gibt. Nochmal von innen für euch da draußen der Einblick. Also Käsigkeit ist völlig im Rahmen. Ich finde den Burger auch sehr lecker. Und da ist halt diese Würze richtig drin, die man so halt nicht kennt. Also, schmeckt mir super. Natürlich habe ich Angst, weil das ist ein krasses Battle. Es ist Chicken gegen Beef, das ist Stürmer gegen Verteidiger. Das wird ein sehr knappes Ding. Schmeckt gut. Brot, grandios. Durch die Hitze ist es nochmal schön fluffig. Star im Burger. Also Brot, matschig, weich, also sapschig nennen wir es ja immer. Gutes Ding. Soßen, sehr neu. Ja. Die Soßen so noch nie gegessen. Hätte ein Tick mehr sein können, ein bisschen. Mhm. Mehr Soße. Aber summa summarum mit dem Fleisch dachte ich, okay, scheiße. Mhm. Wird es schmecken, wird es nicht schmecken? Schmeckt sehr, sehr gut. Ich bin halt kein Truthahn-Fan. Deswegen habe ich auch gar nicht abgebissen. Aber alles andere, von den Gurken, von den Jalapenos, von den karamellisierten Zwiebeln, waren halt eher weniger süß, was auch gut ist. Mhm. Käse, super noch geschmolzen im Nachhinein. Schön saftig. Eigentlich tipptopp. Von mir hört ihr meine finale Bewertung, meine Einschätzung zum Burger gleich bei der Bewertung. Wir schreiben jetzt unsere Punkte auf und dann geht's ins Volle. Wir dürfen nicht vergessen, es gibt ja immerhin auch einen Preis zu gewinnen und nicht wenig. Es sind 1000 Euro. Willst du die mal unter dir? Du als Selbstständiger, ist das viel? Oder ja, das sind doch das Finanzamt eher, mein Du. Komm mal her, mein Lieber. Das gibst du doch nicht an. Ihr seid die Ersten, die den Nasenschnuppler verweigert haben. Das ist echt? Wie Trainer auf dem Platz, wenn du auswechselst, wirst du nicht die Hand geben. Wisst ihr, ne? Echt? Ja, ja. So, also Spaß beiseite. Wir haben hier schön Cashy-Mashy, 1000 Euro. Ohne niemanden zu verletzen, gar nicht. Ne? Es ist alles tipptopp. So reingekommen, derbe geschockt, im Positiven. Burger auch super lecker. Summa summarum, also mit allem drum und dran würde ich für mich selber, würde eine 8 geben. War lecker, war super, aber für mich persönlich hat der Chicken Burger mich einfach mehr geflasht, ja. Trotzdem sehr lecker. Wofür? Danke, Gentlemen. Sehr, sehr gerne. Ich werde mich zu den Kandidaten begeben, weil ich jetzt gleich dann den Gewinn vergeben werde. Deshalb gehe ich schon mal rüber. Ihr könnt gerne so sitzen bleiben. Ja. Ich suche immer so nach den perfekten Momenten in Burgern. Momente, an die ich mich lange erinnere, die super schön waren. Und das war zum einen das Bun. So ganz am Schluss hast du noch mal so ein bisschen was abgesplittert richtig vom Bun. Das war so wirklich sehr gute Handwerksarbeit. Leicht gefertigt mit schönen Hohlräumen. Leicht abgesplittert, ein bisschen so den Effekt vom Croissant. Gutes Saftigkeitsfeeling gehabt, sehr stark gewesen. Leichter Minuspunkt ist das Smashen auf dem Grill, dieses, was schwarz gewesen ist auf dem Grill, hätte ich eingestuft jetzt nach dem Geschmack als leichten Störfaktor, den ich vermeiden würde. Käsefaktor auch gut gewesen, gerade für Käsefans nochmal so leicht dezenten, mehr Käse als sonst. Schinken und Soßenfaktor, nicht das 100%ige Matching. Ist eine geile Kombi, wird seine Fans finden, die absoluten Fans. Aber ist nicht 100% der Matching-Faktor, den ich mir erhofft hätte. Der Burger kriegt von mir insgesamt 7,5 Punkte. Typhoon, es tut mir leid. Wir haben den guten Jan. Ich stehe gerne auf, Jungs. Hier nochmal die Hand. Danke nochmal. Gerne. Danke, krass. Glückwunsch. Danke. Du bist der Gewinner. Oder du gehst in eine zweite Runde um 3000 Euro in der Kategorie Döner in Bielefeld, wo du als Erster deinen Döner wählen darfst, nicht der Kandidat, der danach kommt. Ja, also wir haben auf jeden Fall auch gute Döner in Bielefeld, aber ich sag. Du musst nur gegen anderen gewinnen. Du musst nicht den besten Döner, du musst gegen anderen gewinnen. Das wird nicht klappen. Wird nicht klappen. Das wird nicht klappen. Glaubst du nicht an den? Ich muss echt zugeben, dass es nicht klappen wird. Ja. Ich habe schon vom Crispy irgendwas gehört. Ja, alles super leckere Döner, so. Ja. Aber ich kenne auch so, sag ich mal, dein Ranking aus dem Allgemeinen, worauf es ankommt und alles. Das muss ich leider dankend noch ablehnen. So. Dann kriegst du den 1000er. Danke. Gerne. Ja, geil, hat Spaß gemacht. So, an dich auch nochmal, Safak, vielen Dank fürs Dabeisein. Haut gerne eure Meinung rein. Gastronom wieder mit rein. Ja, nein, also bis heute der entscheidende Faktor, Safak. Abonnieren, liken und euch bewerben in den Kommentaren. Unbedingt für die nächste Runde. Wir werden weitere Runden machen. Wir gehen in die Offensive jetzt. Also wenn ihr irgendwas Geiles habt, Döner, Burger, irgendwas für eure Stadt. Wir sind auf der Hut nach einem guten Spot und sagen dann danke, bis zum nächsten Mal.